Hallo, ich bin Mahandi und das hier ist Botania Schritt für Schritt Teil 4. Ja, und heute wollen wir uns ein bisschen um Sachen, die das Leben vereinfachen, kümmern. Einfach so ein paar Items, die euch das ganz normale Spiel ein bisschen vereinfachen und die ganz nett und relativ einfach zu craften sind. Und wir haben einiges zu tun, also würde ich sagen, steigen wir direkt rein. Und wie steigen wir ein? Wie wir immer einsteigen. Nämlich, wir bedanken uns kurz wieder bei Valen Frostweaver von Mischief of Mice. Wieder mal blende ich euch kurz den Link zu dessen Kanal ein. Der macht das Ganze hier auf Englisch und wenn ihr hier irgendwas nicht verstanden habt, schaut doch mal bei dem rein. Ja, und jetzt fangen wir auch direkt mal an und womit wir anfangen ist, ui, erstmal unser Inventar, ich meine unser UI wieder einblenden. Und als allererstes schauen wir uns hier mal so ein paar kleine Änderungen an den Dispensern ein. Nämlich, wofür man die benutzen kann in Bezug auf Botania ist zum Beispiel, wenn man einen Runic Altar vor einen Dispenser setzt, braucht man quasi nur noch die Items, die man auf diesen Runic Altar drauf haben will, in den Dispenser packen, einmal den Knopf drücken und ihr seht, zack, kommt's auf den Altar drauf. Ja, und das Ganze funktioniert in der Reihenfolge, wie sie im Dispenser liegen und ihr seht, die kommen da oben alle drauf. Prima, praktische Angelegenheit, denn so kann man das Ganze ein bisschen automatisieren. Wo wir schon vom Automatisieren reden. Das Ganze wird auch jetzt funktionieren. Das Dispenser, ihr seht, ich habe da ein paar Seeds drin. Einfach auf den Knopf gedrückt und bums, das Ding plantet die für euch. Ja, praktische Angelegenheit, denn so kann man auch eine automatische Tree Farm aufbauen und sowas da basteln. Ohne die Blümchen. Jetzt aber zu den Botania-Items an sich. Und als erstes schauen wir uns, naja, was heißt als erstes? Aber wir schauen uns jetzt mal den Mana Star an. Und, oh, Moment, muss ich es tatsächlich eingeben. Okay, Mana Star. Ja, dieses kleine Blümchen ist relativ einfach gecraftet. Ihr seht das, Light Blue, Cyan, Red und Green Petals bekommt ihr einen Mana Star dafür. Das machen wir mal schnell. Ich habe mir das hier mal vorbereitet. So, so, so. Und das schmeißen wir wieder in unseren Petal Apothecary, wie gehabt. Den, den, den und den. Natürlich sagt er uns jetzt wieder, einen Seed bitte dazu. Den packen wir auch noch dazu. Oh, so, und schon haben wir einen Mana Star bekommen. Ja, was macht dieser kleine Mana Star jetzt? Ich habe hier schon mal ein paar davon vorbereitet. Die kann man einfach so in die Gegend setzen. Ne? Ganz normal. Natürlich, weil ich im Creative Mode bin, werden die jetzt gerade nicht verbraucht. Ansonsten kann man natürlich nur eine setzen, das ist klar. So, und zwar seht ihr jetzt, wenn ihr die neben einen Mana Pool setzt, wie hier zum Beispiel, kommt so ein kleines rotes, naja, so ein kleiner Partikeleffekt oben raus. Der zeigt euch an, dass dieser Mana Pool zurzeit Mana verbraucht und ja, nicht nachgefüllt wird. Ist ja klar, denn dieser Mana Pool versorgt unter anderem dieses Portal. Ja, das Ganze funktioniert auch andersrum. Denn dieser Mana Pool, den habe ich hier nochmal hingesetzt, damit das nicht, der hier ist nämlich fast voll, wie ihr seht. Und ja, dieser Mana Pool, der wird aufgefüllt. Das heißt, es gibt hier einen kleinen blauen Partikeleffekt. Moment mal, kann man so vielleicht besser sehen. Ja, dieser blaue Partikeleffekt sagt halt, dieser Mana Pool bekommt Mana. Wenn weder das eine noch das andere der Fall ist, das heißt, der Mana Pool ist nicht in Funktion zurzeit, dann seht ihr kein Partikeleffekt. Und wenn ihr an einem Mana Pool seid, der sowohl Mana bekommt als auch verbraucht, denn er bekommt ja von den Endoflames unten und verbraucht wiederum, um die Bäume zu fällen. Ihr erinnert euch an unsere kleine automatisierte Mana-Produktion. Dann seht ihr, dass der Partikeleffekt, ich gehe mal auf diese Seite ran, teilweise rot und teilweise blau ist. So, jetzt wird er wieder blau. Ja, wenn er mehr blau als rot ist, dann bekommen wir Mana und wenn er mehr rot als blau ist, dann wird Mana im größten Teil verbraucht. Ja, so kann man halt ein bisschen, naja, überprüfen, wie die Mana-Pools überhaupt so, ja, anliegen und was die so können. Beziehungsweise inwiefern die jetzt gefüllt oder verbraucht werden. Und so kann man auch ein bisschen gucken, wie viele Mana-Pools man überhaupt braucht und was man damit noch so anstellen kann. So, wenn wir jetzt hier hinten zum Beispiel auch noch den anderen Mana-Star, sollte er rot werden, weil auch dieser Mana-Pool natürlich das Portal versorgt. Und wenn wir ein bisschen draufbleiben, sehen wir rote Effekte. Sehr schön. Ja, das sind die Mana-Stars. Und jetzt als nächstes schauen wir uns mal die ersten Baubles an. Naja, eigentlich nicht wirklich die ersten. Achso, ich wollte noch kurz was zeigen. Ihr seht ja, der hier. Der hier, genau genommen, wird zurzeit überhaupt nicht benutzt. Kein Partikeleffekt. Wenn ich jetzt aber hingehe und naja, einen Verbrauch starte, nämlich indem ich hier noch ein Terra Steel Ingot herstelle,
So, dann seht ihr, hier beginnt's und dort fängt die Blume an, auf jeden Fall sehr, sehr rot zu leuchten, denn das Ding verbraucht ja reichlich Mana. So, jetzt ist er fertig und wir haben ein bisschen Mana verbraucht. Sehr schön. Und ein Terra Steel Ingot. Nice. Jetzt aber zum Thema. Wir wollen uns um die nächsten Items kümmern und da schauen wir hier mal ganz rein. Und als erstes werden wir einen Sojourner's Sash herstellen. Was der ist, wie der gecraftet wird und wofür wir zur Hölle den eigentlich überhaupt brauchen, das seht ihr jetzt. Um einen Sojourner's Sash herzustellen, braucht ihr nicht viel, nämlich einfach nur viermal Leder, eine Rune of Earth, eine Rune of Air und einen Mana Steel Ingot. So, wie die hergestellt werden, habe ich bereits in vorigen Folgen mal erklärt. Insofern werde ich das jetzt nicht nochmal tun. Und ja, wir nehmen uns hier das Ding mal raus und sammeln das auf. Und ja, was macht das jetzt? Ganz einfach. Erstens, wenn ihr diese Sashes benutzen wollt, braucht ihr ein Mana-Tablet. Habe ich auch in einer vorigen Folge erklärt, im Inventar, denn die kosten ein wenig Mana, wenn ihr sie benutzt. Das sieht man auch hier. Und ja, ne, wenn man diesen Sojourner Sash halt angelegt hat, increased er den Movement Speed, Jump Height und Resistance to Fall Damage of the Wearer. Das heißt, wenn ihr jetzt normal rumlauft, ist das die Geschwindigkeit. Das ist nicht unbedingt allzu schnell, das nervt ein bisschen. Also legen wir unser Sojourner Sash über das Baubles-Menü an. Deswegen sollte man Baubles dazu installieren. So, und wenn wir den jetzt angelegt haben, ist das hier schon unsere normale Laufgeschwindigkeit. Natürlich, entsprechend ist auch die Renngeschwindigkeit wesentlich höher. Dann gibt es natürlich den Step Assist und den Fall Damage Schutz, der natürlich jetzt kein Schutz komplett ist, sondern er wird einfach nur ein bisschen verringert, die Fall Damage. Aber ihr seht, ich kann ohne zu hüpfen einfach einen Block hoch. Entsprechend kann ich auch, ihr kennt das, wenn man vor dem Zaun steht, kommt man nicht rüber, weil die ja zwei Blöcke offiziell hoch sind. Wenn ich aber jetzt davor stehe und den Sojourner Sash angelegt habe, kann ich auch über diese ja, Zäune hüpfen, ne? Also ich kann zwei Blöcke hochspringen. Das ist schon mal alles sehr nett und hilft auch auf jeden Fall, macht das Leben wesentlich einfacher. Aber man kann diesen Sojourner Sash auch benutzen, um die nächste Stufe zu erreichen, nämlich den Plane Strider Sash. Und dieser Plane Strider Sash macht mehr oder weniger das Gleiche. Und ja, dafür braucht ihr eine Map. Und ihr braucht eine Map, die, ich habe das hier oben nur in einer leeren Map ausgefüllt, denn eigentlich braucht ihr eine ausgefüllte Map. Aber wenn ich das hier oben mache, dann sieht das so aus und das sieht doof aus. Also braucht ihr eine fertige Map, einen Sojourner Sash, zwei Pasture Seeds und einmal Zucker. Pasture Seeds wiederum, die werden ganz einfach gemacht, indem ihr Gras nehmt und das Gras in euren Mana Pool schmeißt. Und ihr seht schon, zack, da sagt er mir, okay, Gras wird zu einem Pasture Seed. Wir schmeißen ihn kurz rein und hätten einen. Dieser Pasture Seed ist außerdem, ja, siehst du, jetzt hätte ich mal den Sojourner Sash angelegt lassen sollen. Habe ich ja. Sehr gut. Diese Pasture Seeds kann man auch benutzen, um schnell große Gegenden mit Gras zu bedecken. Das sieht ja mal ein bisschen blöd aus, wenn das hier nur Erde ist. Insofern kann man die nehmen, einfach anletzen und dann kommt so ein kleiner grüner Effekt und relativ schnell wird die ganze Gegend mit, ja, Gras vollgespammt. Gehen wir aber zurück. Ihr wisst jetzt, wie man Pasture Seed macht. Einfach Gras in den Mana Pool. Und ja, davon braucht ihr zwei Stück. Einen Sojourner Sash, einmal Zucker, eine Map. Und das gibt euch den Plane Strider Sash. Den nehmen wir uns auch mal kurz in die Hand und legen den wieder über unser Baubles-Menü an. Nehmen dafür den anderen raus. Und ja, wie ihr seht, ja, wir gehen wieder relativ langsam. Aber je länger wir durch die Gegend laufen, na, das war wieder Rennen, so jetzt wieder normales Laufen. Je länger wir durch die Gegend laufen, desto schneller werden wir. Und ja, ganz ehrlich, da wird man zur Zeit zum Ende hin sehr, sehr schnell. Ihr seht, wir werden immer, immer schneller. Und das macht schon Spaß, damit rumzurennen, denn das, ja, man wird echt verdammt schnell mit der Zeit. Und hier auch wieder der Hüpfeffekt, dass man den, die einen Block hochlaufen kann. Und auch über Zäune können wir wieder drüber springen. Wenn man jetzt irgendwo unterbrochen wird, dann fängt allerdings die Geschwindigkeit wieder von vorne an und man muss wieder erst Geschwindigkeit aufbauen. Aber so kann man sehr, sehr große Strecken wesentlich schneller als normal laufen, beziehungsweise mit Pferden oder ähnlichem überwinden. Und ja, nettes Teil, würde ich sagen, ne? Das sollte man sich merken. Man muss halt nur aufpassen, dass man ja, über Hindernisse möglichst hinweghüpft. So, das war die Geschichte. Jetzt habe ich da einen Block of Coal aufgesammelt. Naja, okay. Wir nehmen das mal eben wieder raus, damit ich hier nicht wie ein Bekloppter durch die Gegend renne.
und schauen uns mal das nächste nette kleine Item an, das uns das Leben sehr viel vereinfachen kann, nämlich den sogenannten Floral Obedience Stick. Der wird einfach gemacht mit zwei von diesen, wie heißen sie gleich wieder? Ich muss kurz gucken. Living Wood Twig, glaube ich. Lasst mich schauen. Ja, Living Wood Twig, zwei Stück, habe ich auch in der vorigen Folge mal erklärt, wie die gemacht werden. Und einem Mana Steel Ingot. Gibt euch einen Living Wood Twig und wofür der da ist, das zeige ich euch jetzt. Erstmal sammeln wir natürlich auf. Und ihr erinnert euch, dass wir hier oben ja mit unserem Wand of the Forest zum Beispiel diese Agricarnation mit Rechtsklick anklicken können und dann an diesen Mana Pool zum Beispiel binden können. Habt ihr jetzt auch gesehen, da ist ein kleiner Strahl rausgekommen und zeigt an, okay, der ist verbunden. Wenn man jetzt sehr, sehr viele von diesen Agricarnations zum Beispiel hat, geht auch mit jeder anderen Pflanze, ich zeige es jetzt mal eben an den Agricarnations, dann kann man auch diesen Floral Obedience Stick nehmen und an einer dieser Pflanzen das gleiche mit Rechtsklick die Pflanze auswählen und dann auf den Mana Pool und ihr habt es gesehen, no, alle Agricarnations, die hier in der Nähe stehen, werden an diesen Mana Pool gebunden. Ja, das kann einem, wenn man irgendwie eine Pflanze versehentlich abgebaut hat oder so, sehr, sehr den Tag vereinfachen. Ja, und der ist ja auch wirklich nicht teuer herzustellen, muss man ganz ehrlich zugeben. Wieso mache ich eigentlich die Tür zu? Ist egal. Gut, dann schmeißen wir den Kram hier mal eben weg, den brauchen wir nicht. Und kommen zum nächsten netten Item. Und das ist eins, das ich sehr gerne mag. Das ist das Horn of the Wild. Und das Horn of the Wild wird einfach gecraftet mit einem dieser Pasture Seeds, ne, Gras in Mana Pool, in der Mitte und, naja, in dieser Art einfach Living Wood drumrum. Und dafür bekommt ihr dann ein Horn of the Wild. Und was dieses Horn of the Wild macht, das zeige ich euch jetzt. Jetzt hätte ich mal, ich kurz mal in den Creative Mode gehen, um mir hier mal eben ein Loch in die Wand zu machen, damit ich da durchgehen kann. So. Zack, wir gehen wieder auf Survival und begeben uns hier mal raus. Und jetzt seht ihr, hier steht eine Menge Gras rum. Und wenn man jetzt was bauen will oder diese Gegend einfach mal ein bisschen leeren möchte, dann geht man einfach irgendwo in die Nähe dieser Pflanzen. Ne? Das geht übrigens auch mit Blumen und Ähnlichem. Alles, was so an Light, also an leichter Vegetation ist, kann man damit quasi Folgendes machen. Nämlich einfach rechtsklicken und ihr seht, das wird alles automatisch in einem relativ großen Radius abgebaut. Und der Ton ist auch cool, ihr hört ihn mal eben. So, ja, und dann könnt ihr ganz einfach die Sachen einsammeln gehen, seht ihr, zack, alles abbauen, lustige Angelegenheit. Ja, aber das ist ja schön und gut, das kann man aber noch ein bisschen updaten, beziehungsweise verbessern. Und deswegen kann man dieses Horn of the Wild auch ganz einfach benutzen, um ein sogenanntes Horn of Canopy herzustellen. Das ist dann einfach ein Horn of the Wild und einmal irgendwelche Blätter, also Leaves, und dafür bekommt ihr dann ein Horn of Canopy. Und was das was das macht, ist was ganz ähnliches, nämlich, ihr seht da schon ein Opfer der, meines Tests damit, ihr geht einfach in die Nähe eines Baums und euch sind die Blätter, die fallen euch zu langsam ab, also geht ihr einfach mit dem Horn of Canopy hier hin, benutzt es und auf einmal fangen alle Blätter an zu despawnen und ihr könnt euch ganz einfach die Saplings davon aufsuchen. Ja, und das Ganze gibt es dann auch nochmal, ich muss mal rennen hier. Das Ganze gibt es dann auch nochmal zu modifizieren mit einem Schneeball, nämlich ganz einfach das Horn of the Wild mit einem Schneeball so ins Crafting Grid legen und ihr bekommt ein Horn of Covering. Und was das macht, ist das gleiche wie das Horn of the Wild und das Horn of Canopy hieß es, genau. Ich muss unbedingt die Journal Sash wieder anlegen, sonst sind wir hier ja so lahmarschig unterwegs. So, ja, was das macht, ist die ganz gleiche Geschichte, nämlich mit Schnee. Ihr stellt euch hier einfach irgendwie in die Nähe von Schnee, drückt das Ding und zack, habt reichlich Schneebälle eingesammelt. Nice, da dürfte mein Inventar jetzt gleich voll sein. Und das kostet kein Mana und nix und wird relativ schnell, ist ja relativ einfach zu craften, das Ding. Okay, ich schmeiße hier mal kurz den ganzen Kram wieder weg. Horn of the Wild, Horn of Canopy und Horn of, ich hab's vergessen, haben wir gehabt. Nette Dinger. Empfehle ich auf jeden Fall sehr, sich mal anzuschauen und vielleicht auch zu benutzen. Denn auf die Art kann man große Flächen sehr, sehr schnell von Unrat befreien. So, kommen wir aber jetzt zum nächsten und das ist die Vitreous Pickaxe. Die wird einfach gemacht mit zwei von diesen Living Wood Twigs, einem Mana Steel und zwei
Glasblöcken. Und ja, warum sollte man sich jetzt so eine Pickaxe machen? Die ist nicht weiter toll. Ganz einfach. Erstens mal sieht sie cool aus. Und zweitens mal könnt ihr damit Glasblöcke, wie ihr jetzt sehen werdet, normalerweise kennt ihr, Glas baut man ab, ist verschwunden, zerspringt. Mit der Vitreous Pickaxe könnt ihr quasi einen Silk Touch Effekt drauf machen und Glas in Zukunft einfach abbauen, wie ihr es hier seht. Ihr bekommt die Glasblöcke zurück. Nette Angelegenheit, kann eine Menge Ressourcen sparen, wenn man Fenster baut und die dann umbaut. Naja, nettes, nettes Ding. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar zum Mana-Detektor. Und das ist ein ganz, ganz knuffeliges Ding. Und zwar ist es quasi ja, ein Detektor für Mana-Strahlen. Dafür braucht ihr einfach Redstone in den äußeren Ecken, dann Living Rock so angeordnet und in der Mitte einen, warte mal, wie heißt das Ding? Komparator, glaube ich, ne? Warte mal, Redstone, jawohl, Komparator, der wiederum übrigens, oh, hey, so gecraftet wird, aber das ist ja ein stinknormales Vanilla-Rezept. Jetzt habe ich davon eine Menge in der Tasche, die will ich gar nicht haben, ich lösche sie weg und fertig. Gut, wir bekommen einen Mana-Detektor. Wofür ist der jetzt gut? Ich greife mir den mal kurz und dann gehen wir mal hin und machen erstmal wieder Tag, denn Tag ist schöner als Nacht. Wobei das in dem Fall jetzt gar nicht mal so schlau war. Wie dem auch sei. Wir haben hier ja Mana-Strahlen. Die kennt ihr, das ist ganz normal. Die werden ja produziert hier von den Spreadern aus den Endoflames. Wenn ich jetzt den Mana-Detektor genau in den Weg eines solchen Mana-Strahls stelle, dann seht ihr, blinkt der hin und wieder rot auf. Jedes Mal, wenn ein Burst durchgeht, blinkt der auf. Und ja, wofür braucht man das jetzt? Ganz einfach. Wie ihr seht, wird jedes Mal, wenn ein Mana-Burst durchgeht, einfach ein Redstone-Signal ausgelöst. Und so kann man sich schön ja, irgendwelche Steuerungen bauen, die auf Mana-Strahlen basieren. Der ist quasi nicht vorhanden, man kann auch durchgehen. Kann man nicht, sollte man aber können, ist egal. Ja, und dieser Mana-Detektor kostet jedenfalls keinen Mana. Der Burst geht durch, kommt unvermittelt am Mana-Pool an. Und insofern ist das eine nette Sache. Ganz einfache Redstone-Schaltung. In Verbindung mit so einer Uhr könnte man dadurch sogar wunderschöne Timer basteln. Ja, kommen wir zum nächsten, dem Mana Distributor. Und der wird einfach gecraftet, indem ihr hier oben Living Rocks, unten Living Rocks und zwei Mana Steels nehmt. Und was dieser Mana Distributor tut, wenn ich ihn denn irgendwo aufsammeln kann. Wo ist er? Da ist er. So, und zwar ist das ein Verteilersystem quasi. Und der wird einfach an alle Richtungen, die er so hat, Mana raushauen. Wenn ich den jetzt also hier hinstelle und ein paar Mana, ups, und ein Mana Pool an der Seite und ein Mana Pool auf die Seite stelle und dann diesem Spreader mal kurz sage, Kollege, du sollst mal hier hinballern, dann seht ihr, sobald ein Burst reinkommt, wird auf beide Seiten gleichmäßig verteilt. Und ja, jetzt, wenn ich jetzt sage, naja, ihr müsst, ja, glaubt es mir halt, es wird halt gleichmäßig verteilt auf beide Seiten. Das kann man auf alle vier Seiten machen. Ich könnte jetzt natürlich das hier wieder verbrauchen, damit ihr seht und, ne, aber das spare ich mir jetzt. Wie ihr seht, wird es auf alle Seiten gleichzeitig gleichmäßig verteilt. Wohlgemerkt nur auf die geraden Seiten. Wenn er hier einen hinstellt, das bringt gar nichts. Da kommt nichts rein. Sondern nur auf den, ja, auf den geraden Seiten quasi. Was auch passieren kann, ist, wenn der hier vorsteht, dann geht der nächste Burst nicht durch, sondern trifft hier den Mana Pool. Das heißt, man muss da einfach mal mit dem Wand of the Forest in dem Function Mode so ein bisschen Feintuning veranstalten. Na. Und zusehen, dass der genau, jetzt habe ich es auch gleich hier mal, dass ihr genau den Dingenskirchens trifft, trefft. Ah, da ging es daneben. Immer noch, ein bisschen tiefer. So, jetzt erwischt er den Mana-Verteiler und nicht mehr den Pool. Und ihr seht, auf jetzt wird alles auf gleichmäßig verteilt. Also wenn ich den jetzt wieder wegnehme, dann sollte jetzt auch da was eingefüllt werden. Jawohl. Wunderschön. Also, Mana Spreader, ich meine Mana Distributor, ist quasi ein Verteilersystem auf bis zu vier Mana Pools. Das ist eine nette Sache, da kann man schöne Sachen mitmachen. Und ich werde jetzt den hier, ups,
wieder in den Bind-Mode. Den hier wieder dorthin. Nein, dorthin. Nein, 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 nein. Oh Mann, 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 jetzt zerstöre ich mein ganzes Setup hier. So dahin, denn dann blinkt auch unsere Redstone-Lampe wieder. So, jetzt aber genug rumgefailt hier. Ihr versteht, worum es geht. Und insofern, ja, bleiben wir dabei. Ne? Mana-Distributor ist quasi ein Verteilersystem. Dann kommen wir zum nächsten, nämlich der Abstruse-Plattform. Und ja, die wird ganz einfach gecraftet, indem ihr zwei Living Wood Planks, eine Mana Pearl und hier oben Framed Living Wood und Pattern Framed Living Wood benutzt. Und das wird einfach hergestellt. Ich zeige euch das mal kurz. Oh, das sind schon die Abstruse Platforms. So, Moment. Living Wood Planks. Die nehmt ihr ganz einfach und wenn ihr die einmal im Vierer setzt, bekommt ihr halt die Framed Living Woods. Und wenn ihr die Framed Living Woods, nein, im ganz Großen muss man es dann machen. Ich zeige es euch kurz hier, denn dann ist es jetzt mal eben einfacher. Ne, so im Karo-Form Living Wood Planks bekommt ihr Pattern Framed Living Wood. Ja, das fummelt ihr jetzt zusammen und bekommt diese Abstruse Platforms. Und davon habe ich mir hier mal ein paar vorbereitet, damit ich euch zeigen kann, worum es geht. Nämlich kann man die einfach in die Gegend stellen. Hey, ganz tolles Item, man kann es in die Gegend stellen. Aber wenn ihr jetzt durchlauft, okay, die sind nicht vorhanden. Wenn ihr aber drauf hüpft, dann steht ihr drauf. Sprich, ihr könnt oben drauf stehen, aber durchlaufen. Okay, wofür ist das jetzt gut? Das könnte man sich natürlich jetzt fragen. Erstens mal ist es eine tolle Sache, um zum Beispiel Geheimtüren zu bauen. So. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel nehmen den Shimmer Rock. Ich habe hier Glas vorbereitet. Moment mal, ich gehe jetzt mal kurz in den Creative Mode, damit ich mir Sachen spawnen kann. So. Ihr könntet zum Beispiel jetzt das Shimmer Rock nehmen und das einfach einfärben und durch den Shimmer Rock laufen. Das gleiche würde auch zum Beispiel mit Glas funktionieren. So. Und man könnte durchs Glas gehen. Und in dieser Wand könnte man auch einen jeweils immer hochspringen. Ich jetzt zwei, weil ich das Sojourner in den Planestrider Sash angelegt habe. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte, also die Sachen werden nicht verbraucht, ich möchte jetzt das komplette Feld in Glas haben, dann einfach Rechtsklick auf das Glas. Nein, Moment, ist ja Blödsinn. Glas, einfach Rechtsklick auf das Glas. Und zack, ist alles eingefärbt. Wenn ihr das zurücksetzen wollt, Shift-Rechtsklick und es wird wieder zurückgesetzt auf den normalen Zustand. Wenn das jetzt schon verteilt ist, sagen wir mal so, und der Rest ist, da ist Glas. Und ihr sagt, ich möchte jetzt alles in Shimmerwood haben, in Shimmerrock, dann einfach Rechtsklick auf den Shimmerrock und nichts passiert. Außer natürlich, dass es zurückgesetzt wird, weil ich Shift gedrückt habe. Ihr könnt also immer nur eine Sache zur Zeit nehmen, was dann, also die, wenn, oh, jetzt habe ich schon wieder zurückgesetzt. Nee. Wenn mehrere Sachen zur Auswahl stehen, funktioniert es nicht. Ihr könnt immer nur eine Sache nehmen, Rechtsklick und alles, was damit verbunden wird, wird zu Glas, vorausgesetzt, es war vorher noch dieser Grundzustand. Wenn ich jetzt den hier klicke mit rechts, dann müssten die beiden noch zu Shimmerrock werden. So ist es. Alles zurücksetzen, Shift-Rechtsklick. Ihr versteht, worum es geht. Ja, wofür man das natürlich auch noch schön brauchen kann, sind kleine Fallen bzw. Geheimtüren in der Vertikalen. Denn, oh, hey, man muss natürlich erstmal drauf kommen. So, wenn man jetzt nach oben geht und dann runterfällt. Aber wir haben ja zum Glück einen Creative Mode und schon wieder runterfällt. Ja, so, dann steht man oben drauf und wenn man jetzt einfach auf Shift drückt, fällt man durch die Decke. Nice, schöne Fallgrube. Oder auch eine nette Falle, wie gesagt. Für Leute, die am Rennen sind immer, die fallen dann auf jeden Fall ins Loch. Und wenn man das Ganze ein bisschen mit Gras oder Ähnlichem bedeckt, dann fällt das überhaupt nicht weiter auf. So. Zack, übrigens, jetzt Wand of the Forest, bisschen hoch. So, Wand of the Forest, da ich schon. Ah doch, klar, Wand, bin ich wieder durchgefallen. Yeah. Es ist alles in Glas, also erstmal zurücksetzen, Gras, Wand of the Forest, Rechtsklick, schöne Grasfläche, keiner weiß, dass da drunter euer Schatzkammer ist, einfach Shift drücken, wups, fällt er durch die Decke, wunderschöne Angelegenheit. So, jetzt muss ich kurz umbauen, denn wir haben noch drei Items, die ich euch kurz zeigen möchte.
und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Tja, da bin ich wieder und nicht zu vergessen ist natürlich der World Shaper Sextant. Und der wird ganz einfach gemacht mit 4 Mana Steel Ingots und 3 Living Wood Twigs in der Form angeordnet und schon bekommt ihr einen World Shaper Sextant raus. Und ich muss mal ganz kurz aus dem Creative Mode gehen, damit ich das hier rausnehmen kann. So, was macht der? Ganz einfach, ihr habt ihn jetzt im Inventar oder ich habe ihn jetzt im Inventar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen und einfach rechtsklicken, dann seht ihr, dieser kleine Lichteffekt hier wird erstellt. Und wenn man sich jetzt zur Seite umschaut, seht ihr, dass die Zahl auf oder dass der Ring etwas größer wird und immer größer und noch immer größer und noch größer. So, wenn ich jetzt wieder nach innen gehe, wird die Zahl wieder kleiner. Wenn ich jetzt loslasse, dann seht ihr, wird hier so eine, ja, kleine Sache eingeblendet. Und das hilft euch einfach dabei, Kreise zu bauen. Wenn ihr nochmal rechts klickt, dann wird er wieder auf die nächste Größe und so weiter. Ihr könnt ihn an einer anderen Stelle hinsetzen, wo auch immer ihr ihn hinwerfen wollt. Gut, Rechtsklick und nochmal Shift dabei drücken, dann wird er komplett entfernt. Und ihr könnt das Ding wirklich, also ihr könnt damit wirklich richtig große Kreise machen. Ich mache das mal auf, na komm, 103. Und wenn wir jetzt mal kurz losfliegen, ach so, dafür muss ich wieder in Creative Mode. So, dann seht ihr, dort ist ein riesengroßer Kreis. Und auf die Art kann man Kreise in Minecraft sehr viel einfacher bauen als ohne dieses Item. Ganz kurz zu bemerken ist, sobald hier irgendwie Schnee oder irgendwas liegt, funktioniert es nicht mehr. Das heißt, ne, seht ihr, sobald der Schnee weg ist, erscheinen die auf Schnee, also wenn die irgendein Layer auf den Grasblöcken oder auf den Steinblöcken oder worauf auch immer ist, dann verschwindet das Ganze. Aber wie gesagt, es hilft einem sehr, sehr, sehr dabei, einfach mal schöne Kreise zu bauen. Das ist ja immer eine problematische Angelegenheit in Minecraft. So, jetzt gehen wir wieder in den Survival Mode und schmeißen hier den Kram mal eben weg, denn wir haben noch was. Und zwar den Diluted Mana Pool. Der wird einfach mit Slabs gemacht aus Living Rock. Nämlich einfach so in so einem halben U Living Rock Slabs angeordnet, kriegt ihr einen Diluted Mana Pool raus. Und dieser Diluted Mana Pool, wenn wir den mal mitnehmen und hier mal hinstellen, neben unsere anderen Mana Pools, dann seht ihr, der ist etwas hellblau und hat letzten Endes genau die gleiche Funktion wie ein normaler Mana Pool. Oh, siehst du ja schon wieder voll hier. Nur, dass er weniger Mana speichern kann wie so einer. Dafür ist er auch ein bisschen billiger. Gut, wofür ist er jetzt gedacht? Ein Diluted Mana Pool ganz einfach als kleiner Puffer. Denn wenn ihr diesen Diluted, ich gehe jetzt mal wieder kurz in den Creative Mode. So, wenn man jetzt den Diluted Mana Pool zum Beispiel dorthin setzt und eigentlich von diesem Mana Pool mal hier rüber geht, dann seht ihr, der füllt sich relativ schnell, denn da ist nur eine kleine Menge drin, die man da reinspeichern kann. Das Ganze hat den Sinn, dass ich damit natürlich, und warte mal, das war die verkehrte Seite, das können wir nämlich gleich mal nutzen, denn wir werden den jetzt mal hier hinstellen, dort einen, ja, muss die mal kurz weichen, so, dann stellen wir hier einen Mana Spreader hin und binden den von dort auf den Mana Pool und von dem Mana Pool, der sich ja nun gleich dann mal irgendwie eigentlich, ach so, warte mal, wieso füllt er sich nicht? Von da nach dort bitte. Irgendwas ist ihm im Weg. Ich weiß nicht genau was. Achso, hier geht es nur ins Tablet. Das ist natürlich verkehrt. Das wollen wir so rum haben. Und der ist bis oben hin voll und trifft offensichtlich den Mana Pool nicht. Warum ist das so? Mal kurz die Redstone-Lampe hier wegmachen. Das ist eine gute Frage jetzt. Warum funktioniert das nicht? Genau, weil er nämlich nur ein Puffer ist. Wenn wir jetzt hier einen Mana Spreader ranpacken und von dem rübergehen zu unserem Mana Pool, dann. Na, was denn hier los? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie ihr merkt. Jetzt füllt er sich. Jetzt füllt er sich auch. Keine Ahnung, warum es eben nicht ging, aber ihr versteht das Prinzip. Wenn wir jetzt hier wieder einen Mana Spreader hinstellen, dann könnten wir den wiederum ausrichten, von dort aus auf diesen Mana Pool und den damit füllen. Das heißt, hier ist nur ein kleiner Puffer.
der meiner Spreader schickt dann nach dort weiter. Dann braucht man nicht immer die großen, sondern kann einfach von einem großen Mana-Pool einen kleinen Puffer bauen, über eine ganze Weile entfernt und dann den nächsten Mana-Spreader aufstellen und so riesengroße, lange Wege mit Mana überwinden. Ich denke, ihr versteht, worum es geht. Die kann man übrigens echt sehr gut benutzen. Und ich habe die auch oft benutzt. Aber wie auch immer. Das letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist das Bauble Case. Denn es ist ja so, dass diese Sojourner Sashes und es gibt eine ganze Menge Baubles, um die wir uns nochmal in einer anderen Folge kümmern werden, eine Menge Platz in eurem Inventar wegnehmen. Und dafür gibt es das Bauble Case. Das wird einfach hergestellt, indem ihr drei Mana Steel Ingots nehmt, einen Chest, einen Goldbarren und dann bekommt ihr so ein Bauble Case raus. Und wenn ihr das dann im Inventar habt und rechts anklickt, dann habe ich hier schon mal ein bisschen was reingefüllt, seht ihr jedenfalls, dass direkt euer Baubles-Menü geöffnet wird und alle Baubles, die ihr dabei habt. Was heißt alle? Es gibt natürlich viel mehr, aber es passen schon mal einige rein und zwei, drei von diesen Bauble-Cases sind auf jeden Fall weniger als die ganzen Baubles mitzunehmen. Ja, und da habt ihr die dann drin, das Baubles-Menü ist gleich offen und jetzt könnte man natürlich gleich den Sash rausnehmen und wir wollen jetzt den Sojourner-Sash anlegen. Und hier so eine lustige Brille setzen wir uns drauf. Und einen Ring wollen wir auch noch. Und dann nehmen wir auch noch... nein, das nicht. Im Equipple in Amulet-Slot. Den können wir im Ring-Slot. Und das können wir im Amulet. Nein, das können wir nicht im Amulet. Das hier können wir im... Achso, Amulett. Das ist da unten. Hehe, wo der Sash schon drin ist. Okay, wir könnten jedenfalls noch einen zweiten Ring nehmen. Und den auch reinpacken. Und diese haben ja immer gewisse... Ja, Verbesserungen. Zum Beispiel dieser Ring of Magnetization. Könnt ihr hier gucken. Ich habe im Moment gerade keine Ahnung, was er macht. Aber Nebiites Magnetize. To watch the war if they are not, not sneaking. Das heißt wahrscheinlich, dass wenn ich jetzt hier was hinwerfe und ja, da wird er zu mir hergezogen. Nette Sache. Aber wie gesagt, um die einzelnen Baubles kümmern wir uns in einer zukünftigen Folge. Und ja, damit haben wir heute schon eigentlich alles abgehakt. Ich bedanke mich nochmal wieder bei Wellen mit den großen Augen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, dann wieder ohne lustige Brille. Und da kümmern wir uns mal ein bisschen um Mana-Steel-Items, sprich Rüstungen, Werkzeuge und Waffen. Ich freue mich drauf, ihr euch hoffentlich auch ein bisschen. Und damit sagt Mahandi ciao, ciao und bis die Tage. Und weg.